und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge mit unserem Transportfieber Endlos Spiel. Die oben das Chaos müssen wir noch beseitigen und wir müssen unsere Linien wieder vollkriegen mit Getreide, weil das Getreide aus dem ganzen Wagen jetzt natürlich erstmal verschwunden ist. Das hat mit unserem Umbau zu tun. Hier oben kann ich irgendwie die Sachen hier nicht zurückbauen. Also zumindest mal alles, was hier auf der Kreuzung ist, kann ich nicht zurückbauen aktuell. Ich weiß nicht warum, das müssen wir nachher mal in Augenschein nehmen. Hier sind zwei Züge ineinander verbuggt, die jetzt aber auch gleich wegfahren. So, wir müssen ein paar Signale setzen, damit das hier noch flüssiger läuft. Wir brauchen hier ein Signal. Ein Ausfallgleis will ich bauen, dass die Züge, die hier runter zum Hafen fahren, hier vorne eine Warteposition kriegen. Und wir haben ein neues Fahrzeug, die Baureihe 89 Preußig T3. Eine kleine Zustellerlok, würde ich es jetzt mal beschimpfen. 40 km/h schnell. Hat ein bisschen mehr Power als die G3, glaube ich. So, jetzt fängt das hier wieder an zu rollen langsam. Mit dir, mein Freund. Wartet auf freie Wege. Bist du jetzt verpackt oder was? Worauf wartest du denn? Das ist einer von der Hafenbahn. Jetzt fährt er. Jetzt hat er Spaß. So, der will da runter. Dann mach das mal. Dann bauen wir als erstes mal das Ausfallgleis hier unten, damit wir hier unsere Hafenbahn von den Hauptgleisen runterkriegen, wenn die in Warteposition sind. Dann nehmen wir dieses Signal hier oben zugrunde. Ziehen das hier runter, so dass hier mal mindestens zwei Züge drauf passen. Weil ich glaube, einer würde eigentlich ausreichen. Wie viele fahren denn auf der Linie? Drei Züge, aber da kommen noch mehr dazu. Also machen wir vorsichtshalber für zwei Züge hier ein Ausfallgleis hin. So, gewinnen müssten wir gleich wieder machen. Die Züge fahren jetzt ja gleich wieder voll. Dann gucken wir uns den Spaß mal an hier. Ob wir das noch optimiert kriegen. Wir haben es ja echt übertrieben auf der Ecke. Wir machen eigentlich nichts anderes mehr, als Brötchen hier irgendwie zu verplanen. Leicht Mischugge eigentlich. Aber wenn wir die Fabrik ja erstmal im Laufen haben, dann läuft die, wenn wir die auf Vollkapazität laufen haben, dann haben wir da erstmal Ruhe. So, den da halten wir mal kurz an und lassen den hinter dem Getreide erst losfahren. Jetzt. Damit wir einen Abstand zwischen den Brötchenzügen haben. Weil wenn da zwei hintereinander herfahren, ist das nicht so klasse. So, und dann sollten wir jetzt gleich in die Gewinnschwelle kommen. Gleich sollte es wieder besser ausschauen auf unserem Konto. Produktion hier geht auch wieder nach oben. Sehr schön. Und hier haben wir eine Steigung drin. In dem Tunnel. Die werden wir nachher auch noch wegmachen. Damit die Züge schneller rauskommen aus dem Bahnhof. Dazu müssen wir aber erstmal den ganzen Rotz hier hinten wieder wegbauen. Oder zurückbauen.
Hier oben müssen wir auch noch Ausfallgleise hinmachen, damit die Züge sich hier nicht gegenseitig blockieren. Also, sprich, dass die Anlieferungen durch die Brötchen, durch wartende Brötchenzüge, die hier unter Umständen mal warten könnten, nicht gestört wird. Wäre auch nochmal so eine Aufgabe für die heutige Folge. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Projekt Brötchen heute abschließen können. Also dann quasi nur noch mit neuen Zügen versorgen. So, und jetzt können wir... Na, jetzt habe ich gepennt. Müssen wir nochmal ein bisschen laufen lassen. Ich hatte jetzt gerade ein positives Konto. Lass mal den einen Zug dann auch reinfahren. So, jetzt werden wir noch ein bisschen bauen hier. Also erstmal bekommen wir hier oben mal ein paar Signale noch hin. Einmal. Zweimal. Und hier in den Tunnel bauen wir auch noch ein Signal, damit der Brötchenzug ausfahren kann. So, dann haben wir das schon mal. Dann das Ausfallgleis hier oben für unsere Hafenbahn. Jetzt haben wir da gerade einen Zug auf dieser Kreuzung gefahren. Das mache ich nicht mehr. Sowas werde ich nicht mehr bauen. Also nicht mehr bauen unter der rollenden Züge, weil wir sonst so ein Problem kriegen wie mit in der letzten Folge mit dem Brötchenzug, den ich, den Getreidezug, den ich verkaufen musste, weil wir nicht genügend Kapazitäten da hatten. Oh, jetzt geht das wieder so endlos lang hier. Uiuiui. Ich stelle mir hier nochmal ein Hauptsignal gleich hin. Guck mal den Stau hier an. Das ist, weil der hier runter in den Hafen will und den müssen wir von der Strecke wegbekommen. Warte mal. Das geht sogar relativ easy. Und zwar bauen wir da einen Abzweig hin. Jetzt haben wir wieder kein Geld. Steigung zu groß. Da würde es passen. Dann wird dieses Ding hier wegkommen. So. Dann brauchen wir da noch ein paar Signale. Solange wir das Geld noch haben, halten wir das Spiel noch an. Nur das Signal wegreißen. Hallo! So, jetzt. So, und dann kann der Getreidezug, der jetzt hier unten in den Hafen will, der wird sich dann hier hinstellen, in Warteposition versetzt und fährt dann erst rein, wenn der Bahnhof auch wirklich leer ist. So. Jetzt haben wir oben Stau. Warum? Was ist hier oben für ein Problem? Gar keins. So, und dann werden wir jetzt hier den Bahnhof umbauen. Weiter umbauen. Sofern das mit den Kohlen jetzt läuft. Ganz schön was los hier oben. So, dann geht das hier weiter.
Also, erstmal kümmern wir uns um die Einfahrt in unseren neuen Güterbahnhof. Eins. Na, warum? Warum machst du das jetzt? Mal so machen. Einmal. Und zweimal. Geht er jetzt hier nach oben? Nein. Wunderbar. Und zweimal. Hier müssen wir nachher mal mit dem Paintbrush ein bisschen arbeiten. Also ein bisschen den Pinsel mal rausholen, um das ein bisschen hübsch zu machen. Aber erstmal spielen wir ja nicht hübsch. Erstmal wollen wir ja normales wirtschaftliches Spiel spielen. So. Habe ich wieder vergessen hier. Dieses Signal muss auch noch wieder auf Einbahn gestellt werden. Dann haben wir hier unten noch zwei Signale. Das da. Das. Das. Und die zwei. So, jetzt funktioniert das alles. Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt hier die Einfahrgleise. Jetzt müssen wir kurz hier das Gleis leer laufen lassen, damit wir uns das nicht wieder kaputt machen. Brötchen Express fährt auch noch rein. Dann können wir den da, der nächste, der kommt, den halten wir an. Das wäre der Brötchenzug. Nein, der da. Nein, der Brötchenzug. Den halten wir so an, dass von unten keine Züge mehr kommen können. Was wir jetzt nicht können, weil wir das Geld jetzt für den Bau nicht hätten. Also müssen wir doch den Zug hier nehmen. So, den halten wir da an. Und dann pausieren wir das Spiel, während wir jetzt hier bauen. So. Wunderbar. Jetzt kommen da ein paar Gleise hin. Einmal da anschließen. Und das dritte Gleis ziehen wir erstmal hier hin. Mal von oben drauf gucken. Ein bisschen weiter raus. Und dann ziehen wir das hier hoch. Jetzt haben wir da einen Tunnel. Das wollte ich eigentlich nicht. Weil das mit dem Tunnelportal ja hier immer nicht gepasst hat. Also einfach so. So, dann kommen da noch ein paar Signale hin. So, und dann haben wir das schon mal erledigt, dass hier die Züge, die sich gegenseitig nicht mehr blockieren, wenn die schon mal in den Bahnhof einfahren wollen. Wenn wir jetzt lang genuges Ausfallgleis haben mit 1, 2, 3 Züge können wir dazwischen parken. Das Signal muss auch noch weg. Wobei auf der Linie, da haben wir ein paar mehr Züge unterwegs. Was für eine Linie fahren eigentlich auf Plattform 1? Getreide 1? Terminals. Auf 1 die 2 und die 3. Das ist die Hafenbahn und die von unten. Okay, dann, das sollte dann jetzt aber auch ausreichen dann. So. Jetzt können wir an den Tunnel. Jetzt können wir das Spiel eigentlich mal erstmal wieder weiterlaufen lassen. Reißen hier unten das Zeug mal weg. Wartest du hier? Achso, ich habe mich ja noch angehalten. Ne? Ja, fahr weiter. Aber das ist ganz gut. Dann können wir das gerade mal testen, ob das funktioniert, was ich hier an den Einfahrgleisen gebaut habe. Also, Zug fährt ein. Da kommt der nächste für das Gleis. Da kommt der Brötchen-Express, der kann direkt einfahren.
Und so wollen wir die Züge auch ausfahren lassen. Na, da kommt der nächste. So, das sieht doch sehr gut aus. Wobei, worauf hattest du jetzt da gewartet? Du sollst doch da schon mal eigentlich vorfahren, ne? Ah, guck mal hier. Der Signalabstand hier, der stimmt nicht. Ich muss gleich mal merken. Ich lass mal die Maus da drauf. Dann müssen wir hier die Signale ein bisschen verschieben. Weil es muss ja ein ganzer Zug schon in den Block reinpassen, sonst hat das ja keinen Zweck. So, dasselbe müssen wir dann gleich bei der zweiten Linie hier oben auch nochmal kontrollieren. Das heißt, wir müssen... Jetzt haben wir das Geld schon wieder nicht. Immer wenn ich Geld brauche, habe ich es nicht. Katastrophe. Müssen wir uns jetzt hier auch wieder merken. Da muss der Blockbereich hin. Da. Wobei, nee, das ist ja egal, weil das ist ja das Einfahrgleis. 1, 2. Ist ja, dann wollen wir hier noch einen dritten Zug reinkriegen. Ich glaube eigentlich fast eher nicht. Nee, das können wir immer noch machen, wenn es uns auffällt, dass es gebraucht wird. Jetzt wollen wir gerade wieder miesen. Jetzt ist hier oben aber ganz schön was los. Ganze Bahnhof voll. So, jetzt können wir hier weitermachen. Also, dieser Blockbereich, der wird auch zu klein sein. Gibt's hier was? Problem lösen wir ganz einfach. Nehmen wir einfach die Blöcke hinten dran, an denen da anpassen. Dann geht das auf jeden Fall. So, und dann können wir die drei Signale da wegmachen. So, dann haben wir hier oben das erste Problem gelöst, haben da unten ein Problem gelöst, welches uns ein bisschen ausgebremst hat und können dann hier weiter zurückbauen, dass wir hier drüben dann auch fertig werden. So, Spiel läuft weiter, bitte. Hallo. Bau nicht möglich. So, ja. Ohne Moos nichts los. Ohne Knete keine Fehde. So, und hier habe ich jetzt noch ein Problem, dass ich hier irgendwas nicht abreißen kann. Warum auch immer. Da müssten wir gleich nochmal gucken, warum das so ist. Aber
Ich sehe gerade, dass unsere Eisenbahn sagt, neues Fahrzeug. Und zwar eine Preußisch G3 mit den Schüttgutwagen. Was kostet der Spaß? Nur noch mal einen Moment warten. Das ist der Zug, den wir runtergenommen haben von der Linie. Den müssen wir auch noch ersetzen in der Folge. Den haben wir in der letzten Folge wegnehmen müssen, weil wir die Kapazität, weil der einen Deadlock hatte. Der wollte nicht mehr weiterfahren. Wieso verdienen wir schon wieder kein Geld? Züge rollen doch hier. Und ein Abteilwagen haben wir jetzt. Mehr Fahrgäste auf unseren Personenzuglinien. Sehr schön. Müssen wir gleich mal drüber gucken. Wobei es geldmäßig ja echt immer noch sehr beschissen aussieht. Um es mal auf freundliche Art und Weise zu sagen. Was ist denn los jetzt, ey? Wieso zeigt er mir da drei Züge an? Brötchenzug da oben auch gerade? Ja. Okay, also das funktioniert hier oben immer noch nicht so richtig. Aber wir machen Geld. Also 1,4 Millionen Einnahmen haben wir positiv stehen. Aber wo ist das Geld? Warum können wir das nicht verbraten? So, vielleicht müssen wir die Hafenbahnlinie auch nochmal auf ein eigenes Gleis schicken da oben. Und die Fahrzeuge, die wir da oben einsetzen, die werden ja nicht weniger. Jetzt haben wir schon wieder eine negative Bilanz. Ich möchte auf jeden Fall diesen einen Zug heute noch kaufen. Da waren 1,8 Millionen auf dem Konto. Uiuiui. Komm. Jetzt haben wir ihn. So. Getreide 2. Schicken wir los. So, dann können wir hier oben weiter umbauen. Also. Nehmen wir hier kurz. Ja, lassen wir nochmal einen Moment laufen. Ich glaube, das Geld reicht noch nicht für den Tunnel da neu zu bauen. Die schnaufen hier aber auch langsam den Berg hoch, ey, das ist nicht mehr normal. Der Brötchen-Express hat natürlich einen klaren Speed-Vorteil gegenüber den Getreidefahrzeugen. Weil der hier halt wirklich hochpäst.
Ja, ich glaube, ich habe noch mal einen Verbesserungsvorschlag. Weil wir die, ja, dann haben wir die Kreuzung immer noch. Hier müssen wir ein Überwerfungsbauwerk hinbauen. Wir müssen die Linie, die hier von hier rausfährt und hier überkreuzt, die müssen wir hier wegkriegen. Müssen wir dann nachher auf ein anderes Terminal schicken, das Ding. Seht ihr, sie blockieren sich hier immer noch. Das hier ist jetzt das Nadelöhr. Gerade. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir da mit dem Tunnel rauskommen. Dann würde ich das nämlich hier überwerfen, an der Stelle hier. So, ich glaube, das müsste jetzt für den Tunnel reichen. Müssen wir mal kurz... also hier unten, warum ich das hier unten nicht zurückbauen kann, das habe ich keine Ahnung. Signal würde ich wegkriegen. Mal weg, vielleicht geht's dann. Ne, das Gleis hier könnte ich wegmachen. Weil irgendwas blockiert hier oben. Ich weiß aber nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch die Straße oder so. Ich kann hier auf jeden Fall nicht abreißen. Okay, also. Wir müssen den Bahnhof da oben jetzt leer kriegen. Beziehungsweise den Tunnel. Der muss leer werden. Nur noch ein bisschen laufen lassen. So, dann machen wir jetzt mal als allererstes werden wir hier am Terminal mal rumdödeln, und zwar die Brötchenlinie. Die Brötchenlinie geht ab sofort auf Terminal 1. Und die Getreide 1 geht auf Terminal 3. So, dann haben wir die zwei ausgetauscht. Dann haben wir die Hafenbahn und die Brötchen da. Dann nehmen wir dieses da. Gehen hier mit ran. Das hier mit hin. Dann haben wir da keine eine Kreuzung zumindest mal rausgenommen. Na, jetzt haben wir ein Autosave gehabt. Ja. Komm schon. Oh. Das war das Autosave. So, Signal steht. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. So, haben wir jetzt noch einen Zug im Tunnel drin? Nein. Okay, Tunnel weg. Müssen wir vorsichtig sein. Jetzt müssen wir echt
vorsichtig sein mit dem, was wir hier machen. War das hier vorher auch so? Ah, da stehen noch ein kleines Stück Eis drin. So, dann haben wir den jetzt nach vorne. Wunderbar. Gleise. Jetzt fangen wir mit dem Gleis hier an. Den da. Ziehen das hier rum. Da reicht das Geld nicht für. Das ist jetzt mega klasse. Wo sollen wir jetzt das Geld herholen? Jetzt haben wir die Linie unterbrochen. Das war jetzt sehr unklug, mein lieber Rama. Das war sowas von unklug. Jetzt müssen wir den neuen Zug nehmen und müssen den wieder verkaufen, damit wir Geld haben, um das Ding da zu bauen. Ich bin so ein Depp. Preußisch G3, Brötchenanlieferung, das war Getreide 2. Dieser Zug muss gewesen, nee. Der da muss gewesen sein. Ah, jetzt haben wir 2 Millionen auf dem Konto. Ich bin so ein Idiot. Ich dachte, ich komme damit hin. Einmal so. Welcher Höhe sind wir jetzt? Auf der richtigen Höhe. So. Gleis 1. Gleis 2. Mal unten im Tunnel gucken, wie das so sich verhält. So, Gleis 3. Mal so. War auch nicht möglich. Warum? Ne, komm. Keine Experimente. So, dann werde ich gleich den Zug aber nochmal wieder kaufen, den wir da brauchen. So, also. 2, 3. Im Tunnel nehmen wir kleine Signale. 1, 2, 3. Mal gucken, ob es vom Abstand her, ja. Kriegen wir noch ein Signal hin. So. Welche Linie hat jetzt ein Theater? Haben wir das Signal verkehrt rumgesetzt? Wo ist denn das? Ja, das ist verkehrt rum. Jetzt müssen wir an das Signal hier irgendwie rankommen. Warte. Ne, wir machen das anders. Komm. So. Dann kommen wir an das Signal. Und dann müssen wir das richtig rum platzieren. So. So. Jetzt sollte das funktionieren. Jetzt sollten wir keine Staus mehr da oben haben. So, dann versuche ich jetzt noch. Jetzt sind wir schon wieder bei 35 Minuten. Ich komme hier mit meinen Simotrans-Folgen immer nicht so richtig zum Bottle. Das ist Wahnsinn. Was ich mir hier so rausnehme. So, aber es funktioniert. Die Züge, die fahren hier schon mal voraus. Müssen wir hier natürlich noch einen Block irgendwie hinsetzen. Mal hier vor der Weiche.
Haben wir einen Block? Da haben wir noch einen, der ist zum Einfahren. Und kommt da noch einer hin. So. Müssen wir dann hin. So, jetzt sollte das hier flüssig funktionieren. Wenn es jetzt erstmal losgeht. Solange die Züge in den Bahnhof einfahren können, ist das ja erstmal gut. So, aber damit würde ich mich dann auch verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn ihr dann wieder einschalten wollt, denkt dran, einen Daumen da zu lassen, ein Abo und die Glocke aktivieren. Und in dem Sinne von mir wie immer, eingepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.